Also ich habe von einem Freund, der einen Verlag hat, Kinderbücher geschickt bekommen. Und die möchte ich euch vorstellen. Das erste heißt, es ist Platz für alle. Es ist Platz für alle. Bevor ich geboren wurde, war nur wenig Platz in Mamas Bauch. Aber für mich war Platz genug da. Als ich größer wurde, schien unser Haus kleiner zu werden, aber es war Platz genug da für alle. Es war sogar Platz da für meine Spielsachen. Und es war Platz da nachts, wenn ich zum Himmel hinaufschaute, war Platz für alle Sterne, sogar für den Mond. Morgens sah ich, dass im Garten auch Platz für alle Vögel war. Schaut mal. In der Bücherei war genug Platz für alle Bücher, die ich lesen wollte. Faust, Hamlet, Don Quixote. Und als ich groß war, wurde ich Seefahrer und erforschte die Welt. Im Meer gab es Platz für alle Fische, sogar für die Wale. Wo ich auch hinkam, überall war Platz genug für alle Tiere. Sogar für Elefanten und Giraffen. Auf meinen Reisen durch die Welt sah ich überall Menschen um Platz kämpfen. Kleine Räume, große Räume, merkwürdige Räume. Jetzt, wo ich älter geworden bin und mehr über die Welt weiß, möchte ich dir ein Geheimnis verraten. Aber das müsst ihr selber herausfinden oder euch vorlesen lassen. Es ist Platz für alle, war die erste Geschichte. Und jetzt kommt die zweite Geschichte. Tintenklecks, das Krickel-Krakel-Mädchen. Tintenklecks denkt, sie ist schlecht gezeichnet. Also gut, wir wissen, dass die meisten Mädchen meinen, sie wären hässlich. Also, so. Manche beklagen sich über ihre Haare, andere wieder über ihre Nase, wieder andere über ihre Größe. Manche jammern über alles, über den Kopf, über die Stirn, über das Ohr, die Nase, den Bauch, Knie, Füße, Wade. Nichts ist ihnen recht. Andere an jedem Tag in der Woche über etwas Neues. Montag Brille, Dienstag Sommersprossen, Mittwoch Lächeln, Donnerstag Nerd, Freitag Gewicht, Samstag die Augen, Sonntag die Ohren. Jede Menge Klagen und sie sind immer völlig dumm. Aber im Fall von Tintenklecks stimmt es. Sie ist wirklich schlecht gezeichnet. Schaut mal. Das war die Geschichte von Tintenklecks. Und jetzt kommt die dritte Geschichte. Marie, das stille Mädchen. Marie ist ein stilles Mädchen. Sie hat leise Gedanken und sie macht leise Schritte und flüstert leise Sätze. Sei vorsichtig, kleiner Vogel. Und weil Marie so still ist, hört sie Sachen, die sonst keiner hört. Eine Libelle, die durch die Luft summt, den sanften Seufzer des schlafenden Hundes von nebenan, das leise Knarzen des Baumes am Ende der Straße. Marie ist schon immer sehr leise gewesen. Doch genau das ist ein Problem. Niemand kann sie hören. Ich habe heute einen kleinen grauen Vogel gesehen. Sprich lauter, Süße. Einen kleinen grauen Vogel. Hä? Was hast du gesagt? Er wird Friedenstaube genannt. Du musst deutlicher sprechen. Also
versucht Marie, sich Gehör zu verschaffen. Aber keiner hört zu. Und da beschließt Marie, noch stiller zu sein als bisher. Dadurch entdeckt Marie mit all ihren Sinnen die Welt um sich herum ganz neu. Ein tanzendes Blatt an einem feinen, seidigen Spinnwebfaden, das Kitzeln, wenn ein leichter Wind ihr das Haar zerzaust, den Geruch von frisch gemähtem Gras. Und weil Marie so still ist, bemerkt ihre Familie sie nur noch kaum. Bald wird sie so leise, als sei sie gar nicht da. Zuerst vermisst Marie keiner. Niemand. Dann erscheint ein kleiner grauer Vogel am Fenster. Marie, sagt Mama, ist das der Vogel, von dem du... Marie, Marie, Marie. Und plötzlich suchen alle Marie. Der Papa, die Mama und die Geschwister. Und ihr Rufen wird immer lauter, bis in der ganzen Nachbarschaft der Name von Marie erschallt. Schließlich hören Mama und Papa auf zu rufen, sie werden ganz still und sie lauschen. Eine Brise lässt das Windspiel klimpern, Bienen tanzen im Klee und summen dabei. Und dann endlich der wunderbarste Ton von allen, Maries Stimme, die ein kleines Lied singt. Und wie es weitergeht, müsst ihr selber lesen oder euch vorlesen lassen. Das war Marie, das stille Mädchen. Die nächste Geschichte ist der Glücksverkäufer mit wunderschönen Bildern. Der Glücksverkäufer. In seinem kleinen Lieferwagen kommt er an. Schon in Ferne hört man das Klingelingeling seiner Glocke und weiß, das ist Herr Taube, der Glücksverkäufer. Aber sag mal, kann man Glück überhaupt kaufen? Ja, gewiss, in kleinen Dosen, in großen Dosen und sogar als Familienpackung. Gerade hat Herr Taube seinen Lieferwagen geparkt. Schon fliegt er los, um sich mit seinen ersten Kunden zu treffen. Frau Wachtel kauft ihm eine ganz große Dose ab. Sie will heute mit ihren Freunden diese Dose teilen, die heute zum Abendessen kommen. Frau Zaunkönig dagegen kauft nur eine kleine Dose. Die große kann sie sich nicht leisten. Schaut mal, das ist Frau Zaunkönig. Als nächstes kommt dann Frau Kohlmeise, nimmt eine Familienpackung, denn sie hat viele Kinder. Herr Wiedehopf kauft ein ganzes Dutzend von kleinen und niedlichen Dosen als Geschenk für Weihnachten. Herr Weidenlaubsänger versucht, den Preis runterzuhandeln, denn glücklich ist er schon. Aber er hätte gerne eine Dose in Reserve. Doch Herr Taube bleibt hart. Rabatt gibt es nicht. Kein Rabatt. Das Glück kann man nicht zum halben Preis weggeben. Und dann gibt es die kein Glück wollen. Das ist der Fall bei Herrn Starr, der ist Künstler. Oder wenigstens glaubt er einer zu sein. Er fürchtet, dass seine Schaffenskraft beschädigt werden könnte. Und man weiß ja, Künstler müssen leiden. Und dann ist da jemand, der würde gerne kaufen, tut es aber aus Prinzip nicht. Das Glück in Dosen, was für eine ungeheuerliche Dummheit, ruft der Herr Fasan. Etwas später allerdings bestellt er zwei Dosen übers Internet, weil er neugierig ist. Wer fehlt noch? Ach ja, die ältere Frau Rotkehlchen mit dem wenigen Geld, das sie hat. Mit dem wenigen Geld kauft sie eine klitzekleine Dose für ihre Enkelkinder. Bei denen weiß man nie, was man ihnen schenken soll. Denn die Armen, die haben ja schon alles. Am Ende seiner Rundfahrt angelangt, steigt Herr Taube in seinen kleinen Lieferwagen und beim Losfahren fällt eine Dose auf den Boden. Und dort sammelt sie Herr Maus auf.
Herr Maus läuft mit der Dose nach Hause, eröffnet sie und entdeckt, dass sie leer ist, genau wie alle anderen. Da ist Herr Maus sehr glücklich. Eine leere Dose ist genau das, was er haben wollte. Ja, das war die Geschichte vom Glücksverkäufer.